Heute sprechen wir über das Thema Angst. Angsttrainer zu sein, vielleicht auch Angstteilnehmer zu sein. Und das alles in Bezug auf die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben. Und das erwartet euch heute. Und mein Name ist Pete Ehr, ich bin der Gründer von Hit The Beat. Insgesamt habe ich schon 3000 Trainer weltweit ausgebildet. Und deswegen denke ich, mit über, man könnte sagen, 1000 Jahren Erfahrung, hört sich vielleicht komisch an, weil die Erfahrung ist nicht nur meine Erfahrung, sondern von den ganzen Trainern, die wir betreut haben, die auch mir Feedback gegeben haben. Und da versuchen wir jetzt mal die ganzen Erfahrungen zusammenzufassen. Und heute bekommt ihr diese geballten Erfahrungen zu euch nach Hause geschickt. Let's go. Und ich glaube, Vitali wollte mit einer Frage anfangen. Yes, genau. Peter, was würdest du jedem, der gerne oder möglicherweise eine Hit-the-Beat-Ausbildung machen möchte, sich aber unsicher ist, ja, wird das gut angenommen, kann ich damit erfolgreich werden, der einfach unsicher ist, ob das das passende, richtige Konzept für ihn oder sie ist. Was würdest du dem Trainer sagen? Also ich glaube, bevor ich das beantworten würde, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und Folgendes beachten. Wenn ich etwas sehe als Trainer oder Trainerin, egal was es ist, ob es Fußball ist, Breakdance ist, Hit the Beat ist, ein Workout-Konzept ist, und irgendwie meine innere Stimme oder irgendetwas in mir, manchmal habe ich auch Probleme, das zu beschreiben, mich begeistert. Nur begeistert. Ihr kennt das vielleicht, ihr seppt ein Programm durch und irgendwann bleibt ihr hängen, weil euch was begeistert. Ihr spürt das. Und erstmal nur darauf zu hören und zu reflektieren und zu beobachten, habe ich dieses Gefühl. Das ist kurz interessant. Und dem jetzt erstmal eine Chance zu geben, ist sehr wichtig, bevor die ganzen Zweifel kommen, dass ihr darauf hört. Und dann kann es immer noch sein, wie du gesagt hast, dass da so bestimmte Zweifel kommen. Schaffe ich das nicht? Aber erstmal das Erste überhaupt heranzulassen. So, und wenn ich das erreicht habe, dann ist es relativ simpel. Du kannst nur die Angst oder Zweifel loswerden, nicht durch Erklären. Ich kann erklären, so viel ich will, ich kann so viel die Leute volllabern. Am Ende überzeugt der Gegenüber nur sich selbst. Also nur wenn man selbst davon überzeugt ist, traut man sich dann auch, die Dinge umzusetzen. Und deswegen ist es ganz simpel. Es gibt so viele Möglichkeiten, Hit the Beat auszuprobieren. Geh auf YouTube, mach einen Workout, ist der erste Schritt. Nimm das Anfänger-Workout, dann nimm das fortgeschrittene Workout, dann setz noch eine Schritte drauf. Guck auf Instagram, probier die Übung aus, guck dir die YouTube-Videos aus. Ganz, ganz simpel, weil nur so kannst du ja überhaupt den Zweifel loswerden. Es macht keinen Sinn, mich anzurufen, ey Peter, schaffe ich das? Ich könnte dich mit 10 Stunden Präsentation vollquatschen, dir 1000 Videos schicken und das wirkt ja auch alles sehr imposant, wenn man das Ganze sieht, aber die Zweifel bleiben. Und die Zweifel kann man nur nehmen, wenn man es eben ausprobiert. Und so kommst du eigentlich selber drauf, ob das was für dich ist oder nicht. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter. Dann guckst du, okay, das macht mir Spaß, das gefällt mir. Und dann meldet man sich einfach bei mir. Und ich bin auch ein cooler Typ, auch meine Mitarbeiter. Und ich höre mir ja ganz genau eure Situation an. Wer seid ihr? Was begeistert euch? Welche Erfahrungen habt ihr? Welche nicht? Und aufbauend darauf sage ich euch ganz ehrlich, das passt nicht, könnte länger dauern. Ey, mach das unbedingt, nee, lass dir Zeit, guck erstmal, dass du vielleicht an deiner Fitness arbeitest oder eben nicht und dann geht's los. Und die Ausbildung ist generell so strukturiert, wie es auch für die Teilnehmer strukturiert ist, von einfacher und dann wird es immer komplexer, komplexer, komplexer und die Ausbildung ist sehr praktisch, praxisnah. Ihr lernt einfach auch später, den Zweifel loszuwerden, weil Zweifel kann man nur durch Umsetzung beseitigen, zum Ausprobieren, Training, 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 Training. Ist ganz simpel. Wie eine Frau ansprechen auf der Straße, das geht nur, wenn du Training, Training, Training als einfach übst. Einen Ball ins Tor zu schießen, Training, Training, Training. Ist relativ simpel, ist in allen Bereichen des Lebens gleich. Das würde ich euch raten. Genau. Jetzt bin ich dran mit einer Frage. Wie? Ja, schon wieder. Und auch wieder dieses Thema, weil ich finde, Selbstreflexion als Trainer, man hat ja eine gewisse Verantwortung, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch den Teilnehmern gegenüber. Und viele Menschen, Trainer, sind ja auch traurig, wenn die Kurse nicht ankommen. Wie kann ich das denn erfahren,
wieso es nicht reicht für mich als Trainer. Was kann ich tun dagegen, wenn ich merke, fünf Kurse und passiert nichts? Weil viele suchen dann auch, das habe ich auch erfahren, die Schuld bei ganz vielen anderen Sachen. Die Uhrzeit passt nicht, der Ort passt nicht, die Stadt passt nicht, die Musik passt ihnen nicht, das Workout ist so. Also die suchen immer die Gründe irgendwo, um die Schuld von sich wegzuleiten. Und da sehe ich ein großes Problem und wollte fragen, wie siehst du das? Wie kann man erkennen, woran man arbeiten kann oder muss? Wie kann man erkennen? Also ganz klar ist immer Feedback holen. So, ist immer ganz wichtig, auch im Nachgang. Ja? Also das ist ein permanenter Prozess, wo man sich stetig verbessert, würde ich sagen. Generell natürlich auch einfach in Kontakt bleiben. Also seht das, das ist etwas, also so ein Trainer-Lifestyle oder Trainer-Job ist anders als in irgendeine Firma zu gehen und oder irgendwo fest angestellt zu arbeiten. Es ist wichtiger Bestandteil, dass du wirklich in Kontakt, im Austausch bleibst mit den Leuten, die deine Kurse besuchen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ermöglicht dir auch teilweise ohne groß zu reflektieren oder so, sondern du merkst es selber, haben die Leute Bock auf dich, reden sie mit dir, wie offen sind sie mit dir. Und wenn das alles gegeben ist, dann läuft es eigentlich automatisch. Also es ist eigentlich gar nicht so eine Hexerei oder Zauberei, sondern man muss es auch wirklich, also es muss dir wichtig sein, dass es den Menschen gut geht, die in deinem Kurs sind. Die müssen dir wichtig sein. Die sind nicht nur Teilnehmer, ja. Da muss ein gewisses Grad, das darfst du natürlich selber entscheiden, aber ein gewisser Grad an Persönlichkeit muss da gegeben sein, meiner Meinung nach. Ja, die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie dich kennen, dass sie dir auch vertrauen können, ja, auch ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie mit dir über ihre Beschwerden reden können oder ihre Ziele, ihre Wünsche, aber auch ihre Ängste, ja. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eigentlich läuft das dann, genau. Also das ist, du musst bereit sein, du musst Bock drauf haben, ein Stück deiner Persönlichkeit, deines Ichs. Also es ist nicht nur deine Meinung, das ist immer das, was immer viele denken. Ja, wenn ich sage, was ich denke, dann zeige ich ein Stück meiner Persönlichkeit, aber das ist nicht alles. Dein Gefühl dazu, ja. Erst wenn die Leute dich fühlen, dann wirst du für sie authentisch. Da ist völlig egal, was du sagst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, teile deine Freude mit denen. Aber teile auch manchmal, ich komme auch manchmal in den Kurs und sage, boah, ich bin heute müde, ich brauche heute eure Energie, also müsst ihr ein bisschen mehr Gas geben, ja? Und fordere sie auf und oder auch heraus. Und das meine ich mit authentisch sein, ja? Dass es gibt nicht nur den super gute Laune Vitali, der immer gleich ist, sondern Vitali ist in dem Sinne immer gleich, dass er einfach so, wie es ihm gerade geht, ob er müde ist, ob er gestresst ist, ob er gut gelaunt ist oder ob er motiviert ist, dass das rüberkommt bei den Leuten. Und ich glaube, das sind so die Points, die Punkte, die einem helfen, selber auch wahrzunehmen, wie gut es läuft und ob es einfach gut ankommt. Ja. Was sagst du denn dazu, Peter? Was sag ich dazu? Also ich stimme dem, was du sagst, überein. Aber ich finde, noch davor, um überhaupt zu starten, ich bin ein Fan von Fantasie und Visualisierung. Ich glaube, was viele Menschen nicht machen, egal in welchem Bereich es ist, aber jetzt sprechen wir ja vom Kurs, dass sie sich gar keine Zeit nehmen, mal in sich zu kehren, ob man das jetzt mit Augen zu oder Augen aufmacht und sich die Situation einmal vor Augen führt. Wie werde ich gleich dort vorne stehen? Wie ist meine Körperhaltung? Welche Worte benutze ich?
welche Übungen werde ich machen, dass sie sich keine Zeit dafür nehmen, schon vorher in so eine Situation zu gehen und einfach nur machen. Und die leben das quasi nur dann, wenn sie dort sind, aber vorher sich wirklich Gedanken zu machen, wie möchte ich auf die Leute wirken, das fehlt vielen, glaube ich. Die gehen einfach hin und machen es irgendwie und gehen zurück. Und die zweite Stufe ist, wenn ich dann da bin, so bewusst zu sein und so ehrlich zu mir zu sein, um nach dem Kurs zu reflektieren, habe ich das so umgesetzt, wie ich wollte? Kam das so an, wie ich wollte? Da hilft auch sehr viel, den Kurs einfach aufzunehmen und natürlich die Teilnehmer danach zu fragen. Aber die Leute haben Angst vor Kritik. Erstens haben die Angst, vielleicht sich selbst zu sehen und dann den Schritt zu wagen, auch mit den Leuten zu sprechen und sie einfach mal ganz ehrlich zu fragen, hey, was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Sei mal bitte ganz ehrlich. Ne? Oder mal das Ego beiseite zu stellen und zu einem anderen sehr erfolgreichen Trainer zu gehen und zu gucken, was die Person eigentlich macht. Aber wirklich gucken, wann ist sie da, welche Sprachen nutzt sie, welche Worte benutzt sie, wie kommuniziert sie mit den Leuten, was sagt sie, wie viele Pausen macht sie, wie intensiv macht sie das Workout, wie macht sie das Cooldown, wie verhält sie sich nach dem Kurs. Die Leute nehmen sich die Zeit für diese Dinge nicht mehr und denken, es gibt eine Abkürzung, die gibt es aber nicht. Und die Leute nutzen die falschen Tools, um schneller an den Erfolg zu kommen, anstatt einfach nur zu machen, mal zu reflektieren, was kann ich tun. Man kann immer von Leuten lernen, die schon Erfahrung haben. Warum gehe ich da nicht hin? Warum ist mein Ego so groß? Nee, ich zeige mich jetzt nicht vor den anderen Trainern, weil der könnte ja denken, irgendwie ich klaue irgendwas oder whatever. Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, weil ich habe mir das alles angeguckt. Ich habe mir die Trainer angeguckt, so will ich sein, so will ich nicht sein. Das gefällt mir nicht. Und habe das alles mitgenommen und habe das dann versucht, für mich umzusetzen. Also viele haben keine richtige Selbstwahrnehmung und sind dann nicht ehrlich zu sich selbst. Und das, glaube ich, wäre etwas, was ich jedem mitgeben kann, ehrlich zu sich zu sein, das zu reflektieren, zu gucken, kommt das, was ich mir vorgenommen habe, auch rüber? Spreche ich laut? Spreche ich deutlich? Motiviere ich die Leute? Wie ist meine Körperhaltung? Bin ich authentisch? Wie sieht die Übung überhaupt bei mir aus? Ich sage, geh tief in den Squat und ich sehe aus wie eine Nudel da oben. Ne? Und dann frage ich mich, warum machen die das nicht? Ne? Also sehr, sehr viele Dinge. Und wegen der Verantwortung, sage ich mal, okay, man muss nicht perfekt sein, aber man hat auch der Intention von Fitness eine gewisse Verantwortung gegenüber, selber fit zu sein. Das ist mein Anspruch. Ich möchte, dass die Teilnehmer, die sehen mich vielleicht als Freund, als Vorbild und die kommen, wie du schon mal gesagt hast, wegen mir auch, nicht nur wegen dem Kurskonzept. Und ich weiß nicht, ob alle das wollen, aber die meisten gehen in einen Sport-Fitness-Kurs, um fitter zu sein und eventuell so auszusehen wie der Trainer selbst. Und wenn der Trainer nicht so aussieht, wie die Teilnehmer aussehen wollen, und da gibt es auch verschiedene Menschen, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Alter, trotzdem ist mein Anspruch, als Trainer fitter zu sein, als jeder einzelne Teilnehmer, der kommt, damit ich authentisch und ehrlich sagen kann, hey, zieh jetzt durch, dann siehst du irgendwann so aus wie ich. Und ich glaube, eine Sache, die ich noch sagen möchte, ein erfolgreicher Trainer produziert Ergebnisse. Das heißt, die Teilnehmer müssen nach 2, 3, 4, 5 Monaten einfach besser aussehen. Die können nicht nach 6 Monaten entweder dicker sein oder schwächer sein oder weniger Muskeln haben als vorher. Die müssen sich entwickeln und dazu gehört die Kommunikation. Du musst den Menschen teilweise ein bisschen Wissen vermitteln über deine Gewohnheiten, deine Routinen und sie auch animieren, dazu sich ein bisschen auch daran zu halten und nicht einfach nur Sport zu machen, sondern auf die Ernährung zu achten, auf andere Gewohnheiten zu achten, auf Schlaf zu achten. Man muss ja nicht einen ganzen Roman erzählen, aber Stück für Stück ein bisschen Wissen von sich selbst mitgeben, damit die Leute am Ende auch sagen können, Alter, krass, guck mal, wie fit ich geworden bin. Und dann wird der Kurs auch von alleine laufen, weil jeder wird nur positiv über dich sprechen und über die Kurse. Das ist so etwas, was ich dazu sagen kann. Ja, ja. Kann ich nur zustimmen. Absolut. Sehr gut. Dann vielleicht noch die letzte Frage für heute. Aber jetzt muss ich überlegen, was das für eine Frage sein kann. Ah, okay. Lass uns über Teilnehmer sprechen. Wie motivierst du die Teilnehmer, dran zu bleiben? Weil du machst ja jetzt schon die Hit-the-Beat-Kurse, glaube ich, 1, 2 Jahre. Warum kommen die immer wieder? Was sagst du denen? Können ja auch nach 3 Monaten aufhören. Also, was ich einfach auch
ja genau, mache und wichtig finde. Also ich mache jetzt nicht wirklich aktiv etwas, dass ich sage, okay, ich möchte gerne was tun, damit die da bleiben, sondern wie es Peter schon gesagt hat, man muss das ausprobieren. Und wenn man das erstmal gemacht hat und wirklich dann auch, weil ich kann keinem sagen, hey, fühl dich danach so. Das geht gar nicht. Das heißt, ich kann nur anbieten, probier es aus. Und genau, und meistens gehen die Leute raus und sagen, boah, was war das denn? Wie krass ist das denn? Ich spüre jeden Teil meines Körpers. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. In so einer kurzen Zeit, so intensiv. Und gehe raus und habe Bewegungen gemacht, die ich mir entweder niemals zugetraut habe oder niemals gedacht hätte, dass ich die hinkriege. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch Aufklärung. Klar, ne? Also jeder kommt auch mit unterschiedlichen Wünschen. Der eine möchte Gewicht verlieren, der nächste möchte keine Schmerzen mehr haben. Der nächste möchte einfach etwas Cooles mit seinem Körper anstellen und sich cool dabei fühlen. Dann ne, gibt es zahlreiche, nächste möchte wirklich einfach nur Kraftausdauer aufbauen und so weiter und so fort. Dann gibt es auch Leute, die möchten einfach in einer coolen Community einfach zusammen coole Sachen machen, wie gesagt, wie so ein Training. Also so hat jeder unterschiedliche Schwerpunkte und Bedürfnisse und auf die gehe ich natürlich ein. Ja? Und nehme mir jeden Teilnehmer, der neu in meinen Kurs kommt, zu mir und erkläre dem, du pass auf, das und das und das kommt auf dich zu. Das kann ich dir alles anbieten. Ne? Mit diesem Programm kann dein das und die Punkte wachsen. Ne? Wie gesagt, Kraft, Ausdauer, Explosivkraft, Beweglichkeit, Flexibilität und so weiter. Und sage, das kann ich dir anbieten. Ne? Mit diesen Rahmenbedingungen, das heißt, ne, mach es weiter, wenn du nicht mehr kannst, dann sage ich denen, was sie tun können und so weiter und so fort. Also betreibe tatsächlich Aufklärung und dann habe ich die Leute da, wo sie ihre Interessen haben. Ja? Das heißt, da, wo die sagen, boah, krass, das wollte ich doch, genau das wollte ich doch. Ich habe keinen Bock, mich an die Maschine zu setzen und 50 Mal das zu machen, ja, oder 50 Mal das zu machen. Ich will aber noch andere Punkte abdecken. Und da kläre ich die auf und da wecke ich ihr Interesse. Und gleichzeitig sage ich, ne, mit meiner Art und natürlich vom Konzept auch selber, weil ich muss auch einfach sagen, es ist einfach ein geiles Konzept. Das muss man einfach so sagen. Und jeder, der es ausprobiert, wird zu dem Schluss selber kommen. Und dann kommt das Emotionale rein, der Spaß, dass sie sagen, boah, wie cool, ich fühle mich cool. Und ich hab sogar letztens in meinem Kurs auch einfach mal in die Runde geworfen und gesagt, ey Leute, es sieht so sexy aus, was ihr da gerade macht. Es sieht wirklich ästhetisch aus, es sieht künstlerisch schon fast aus und trotzdem energievoll und nach Power einfach. Und wer hört das nicht gerne? Ja? Und das kommt natürlich bei den Leuten an, dass sie dann sagen, boah, geil, ich habe hier einfach alles. Geil, geil. Danke dir. Gerne, gerne. Hat wieder Spaß gemacht. Ich glaube, es werden öfter solche Videos kommen. Yes. Einfach mal loszuplaudern. Und wenn du Bock hast, wie gesagt, noch mehr von diesen ganzen Erfahrungen mitzubekommen, selber vielleicht Trainer werden zu wollen, dann schreib gerne in die Kommentare, melde dich, alle Links sind in der Beschreibung. Komm gerne, bis herzlich willkommen und bis dahin eine geile Zeit. Peace. 5, 6, 7, 8.